Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Beim Siebengestirn, wenn es singt. Euer Gefährte Mohammed ist weder verirrt, noch ist er im Unrecht. Noch spricht er aus Begierde. Es ist eine Offenbarung nur, die offenbart wird. Der mit mächtigen Kräften begabte Gabriel hat ihn belehrt. Dessen Macht sich wiederholt offenbar. Er sitzt nun fest auf einem Thron, und er ist am obersten Horizont. Dann näherte er sich Mohammed, dann stieg er herab zu dem Propheten, so dass er bis auf zwei Bogensehnen heraufkam oder noch näher. Und er offenbarte seinem Diener, was er offenbarte. Das Herz des Propheten hielt Wahrheit dem, was er sah. Wollt ihr da mit ihm streiten über das, was er sah? Und er sah es auch bei einem anderen herabsteigen. Beim fernsten Lotusblaum. Neben dem der Garten der Wohnstadt ist. Als den Lotusbaum überflutete, was ihn überflutete. Da wankte der Blick nicht, noch schweifte er ab. Wahrlich, er hatte eines der größten Zeichen seines Herrn gesehen. Ihr aber habt ihr Lat und Uzza betrachtet? Und Manat, die dritte, die eine andere ist? Wie? Sollten euch die Knaben sein und ihm die Mädchen? Das wäre unwahrhaftig eine unbillige Verteilung. Es sind nur Namen, die ihr euch ausgedacht habt, ihr und eure Väter, für die Allah keinerlei Ermächtigung herabgesandt hatte. Sie folgen einem bloßen Wahn und dem Wunsche ihres Ichs, obwohl doch Weisung von ihrem Herrn zu ihnen kam. Kann der Mensch denn haben, was er nur wünscht? Aber Allahs ist die künftige und diese Welt. Und so mancher Engel ist in den Himmeln, dessen Fürbitte nichts nützen wird, es sei dann, nachdem Allah Erlaubnis gegeben hat, wem er will und wer ihm beliebt. Solche, die nicht ans Jenseits glauben, die benennen die Engel mit weiblichen Namen. Jedoch sie haben kein Wissen hiervon, sie folgen einem bloßen Wahn, und der Wahn vermag nichts gegen die Wahrheit. Drum wende dich ab von dem, der unserer Ermahnung den Rücken kehrt und nichts begehrt als das Leben in dieser Welt. Das ist die Summe ihres Wissens. Wahrlich, dein Herr kennt den recht wohl, der von seinem Weg abirrt, und er kennt auch jenen wohl, der den Weg befolgt. Und Allahs ist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf dass er denen, die Böses tun, ihren Lohn gebe für das, was sie gewirkt, und dass er die, die Gutes tun, mit dem Allerbesten belohne.
jene, die die schlimmsten Sünden und Schändlichkeiten meiden, bis auf leichte Vergehen. Wahrlich, deines Herrn Verzeihung ist weit umfassend. Er kennt euch sehr wohl von der Zeit her. Da er euch aus der Erde vollbrachte und er ihr Keimlinge wart in eurer Mutter Schoß, drum erklärt euch nicht selber als rein. Ihm ist es am besten kund, wer sich vor Bösen hütet. Siehst du den, der sich abkehrt und wenig gibt und kargt? Hat er wohl Kenntnis des Verborgenen, dass er es sehen könnte? Oder ist ihm nicht erzählt worden, was in den Büchern Moses steht und Abrahams, der die Gebote hielt? Dass keine Lasttragende die Last einer anderen tragen soll? Und dass der Mensch nichts empfangen soll, als was er erstrebt. Und dass sein Streben bald gesehen werden wird. Dann wird er dafür gelohnt werden mit dem vollsten Lohn. Und dass zu deinem Herrn die endgültige Heimkehr ist. Und dass er es ist, der Lachen macht und Weinen. Und dass er es ist, der Tod und Leben gibt. Und dass er die zwei Geschlechter schafft, männlich und weiblich. Aus einem Samentropfen, da er vergossen wird. Und dass ihm eine zweite Schöpfung obliegt. Und dass er allein reich macht und arm macht. Und dass er der Herr des Syrius ist. Und dass er die einzigen Art vernichtete. Und die Tamüt und keinen verschonte. Und vor dem das Volk Noahs für wahr, sie waren höchst ungerecht und widerspenstig. Und er stürzte die verderbten Städte des Volkes von Lot um, dass sie bedeckte, was sie bedeckte, welche von deines Herrn Wohltaten willst du denn bestreiten? Dies ist ein Warner von der gleichen Art wie die früheren Warner. Die Stunde naht. Keiner außer Allah kann sie abwenden. Wundert ihr euch gar über diese Ankündigung? Und lacht ihr und weint nicht? Und wollt ihr achtlos bleiben? Fallt lieber nieder vor Allah und verehret ihn.